Willkommen, hören Sie sich dieses erstaunliche Gebet an und glauben Sie an Gott, dass heute ein Wunder geschehen wird. Heute ist ein großartiger Tag, um dankbar zu sein. Fürchte dich nicht, denn der Herr wird die Wunden deines Herzens heilen. Er wird ihrem Zuhause Wohlstand bringen. Der Teufel hat so viele Menschen im Bereich des Geldes hinters Licht geführt. Wenn er uns nicht dazu bringen kann, Angst davor zu haben, es nicht zu haben, versucht er, uns dazu zu bringen, Angst davor zu haben, es zu haben. Geld zu lieben ist die Wurzel allen Übels, aber Geld zu haben, ist es nicht. Als Werkzeug verwendet, liefert es oft die Lösung für unsere Probleme. Wie Solomon sagte, Geld beantwortet alle Dinge. Das Problem liegt wie immer im Herzen des Inhabers. Gott hat kein Problem damit, uns Geld zu geben, wenn unser Herz am rechten Fleck ist. Dies ist ein äußerst kraftvolles Gebet, das Wellen des Wohlstands auf Sie zukommen lässt. Danke, Vater, dass du mich nie verlassen oder verlassen hast. Ich vertraue dir von ganzem Herzen. Ich weiß, dass du mich niemals enttäuschen wirst. Ich habe den Schild deines Schutzes und die Kraft deiner Salbung in jeder Situation, der ich gegenüberstehe. Wegen dir kann niemand gegen mich erfolgreich sein. Deshalb werde ich jederzeit stark und guten Mutes sein. Ich werde nicht zulassen, dass die Unwissenheit der Angst in meinem Leben vorherrscht. Ich beobachte dein Wort und handle danach. Ich meditiere Tag und Nacht darüber, damit ich tun kann, was seine Gebote mir sagen. Durch dein Wort, Vater, gedeihe ich, wo immer ich hingehe und bei welcher Aufgabe ich auch immer. Ich habe guten Erfolg und gehe weise in allen Angelegenheiten des Lebens um. Deshalb habe ich keine Angst, im Glauben hinauszugehen und das zu ergreifen, was du mir gegeben hast. Durch alle Schlachten des Lebens weiß ich, dass du mich zu mehr als einem Eroberer gemacht hast. Ich weiß, wie ich den Krieg um meine Finanzen führen und die Siegesbeute nach Hause bringen kann. Du trainierst mich gründlich, Vater, und ich gehe immer triumphierend daraus hervor. Ich setze mich fest auf die Aufgabe, Wohlstand zu schaffen. Alle Tage meines Lebens wird keiner meiner Feinde gegen mich bestehen können. Mein Vater ist bei mir. Mehr noch, er hat in mir Wohnung genommen. Deshalb werde ich stark und mutig sein. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, mir den Sieg zu geben. Ich begegne Gefahren und Schwierigkeiten mit Festigkeit und ohne Angst. Ich bin mutig, mutig und entschlossen. Ich erfülle meine Berufung in einem Geist der Tapferkeit und Entschlossenheit, der jedes Hindernis überwindet, das der Feind mir in den Weg stellen würde. Ich wende mich nicht von Gottes Wort ab. Ich mache es zum Eckpfeiler meines Lebens, damit ich in allem, was ich tue, gedeihen kann. Ich spreche das Wort fortwährend. Ich meditiere Tag und Nacht darüber, damit ich alles tun kann, was darin geschrieben steht. Dadurch mache ich meinen Weg wohlhabend, habe guten Erfolg und gehe weise in allen Angelegenheiten meines Lebens vor. Ich scheue mich nicht vor Gottes Wort zurück. Ich bin treu, stark, kräftig, kühn und sehr mutig. Angst hat keinen Platz in meinem Leben, denn der Herr ist mit mir, wohin ich auch gehe. Ich verderbe den Feind und nehme zurück, was rechtmäßig mir gehört.
Ich kehre mit großem Reichtum und Reichtümern aus der Schlacht zurück, mit einem Überfluss an Vieh und einem reichlichen Vorrat an Silber, Gold, Bronze, Eisen und feiner Kleidung. Ich kehre reich beschenkt zurück und teile die Beute mit der Gemeinde. In Jesus' Namen. Amen. Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben.